Mit großen Ankündigungen ist der türkische Präsident nach Lviv gekommen. Über nichts weniger als die Frage will Erdogan sprechen, wie sich der Krieg diplomatisch beenden lassen könnte. Dabei sind die Umstände denkbar ungünstig, unter denen das Treffen stattfindet. Ukrainische Geschosse sollen das sein, eingeschlagen auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja, behauptet das russische Verteidigungsministerium in einer Videobotschaft. Und warnt auch gleich noch vor einer weiteren Provokation, die die Ukraine heute dort plane, um sie Russland in die Schuhe zu schieben. Dabei liegt Charkiw im Osten der Ukraine seit gestern Nacht unter schwerem russischen Raketenbeschuss. 11 Zivilisten kamen dabei, nach Angaben des Militärgouverneurs, ums Leben. Realistisch erscheint also das Ansinnen, mit dem UN-Generalsekretär Guterres nach Lviv gereist ist. Er will vor allem über das Abkommen zu ukrainischen Getreideexporten reden, das er und Erdogan vermittelt haben, als kleines positives Signal nach fast 6 Monaten Krieg.